Ich freue mich, dass du dabei bist zur heutigen Folge des Braut-Podcasts, dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner echten und authentischen Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesroth, Autorin und Moderatorin des Braut-Podcasts, und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du schon während der Planungszeit so richtig glücklich bist und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Wie oft, meine Liebe, wurdest du schon verurteilt oder beschuldigt? Wie oft hat jemand über dich geurteilt? Nur einen kleinen Bruchteil davon bekommen wir wohl richtig mit, wenn das jemand macht. Das meiste passiert aber im Versteckten. Vielleicht sehen wir mal seltsame Blicke oder ein Tuscheln bekommen das mit, aber egal, ob wir es mitbekommen oder nicht, es ist immer eine negative Energie in der Luft. Als stiller Beobachter habe ich auf Hochzeiten schon massig Verurteilungen erlebt. Und die brauchst du weder auf deiner Hochzeit noch im restlichen Leben. Wie geht ein Mann damit um? Wie gehst du damit um? Und warum diese Folge auch so wertvoll für das bevorstehende Weihnachten ist? Ja, darum geht es heute. Viel Spaß dabei! Unglaublich. Das Kleid ist doch viel zu eng, so kann man doch nicht zu einer Hochzeit gehen. Es ist nicht mal 16 Uhr und er hat schon das fünfte Bier auf. Ein Bräutigam ohne Fliege und Krawatte, hat er gar keinen Anstand? Also es enttäuscht mich echt, dass das Brautpaar bisher noch nicht einmal Danke fürs Geschenk gesagt hat. Die müssen doch gesehen haben, dass ich es hingelegt habe. Diese und noch so viel weitere Verurteilungen habe ich erlebt und mitbekommen. Immerhin durchschiffe ich schon ja sehr, sehr lange und sehr, sehr nah die Hochzeitsgesellschaften den ganzen Tag über und bin somit auch häufig ein stiller Beobachter der Situationen. Aber vielleicht geht es auch andersherum. Vielleicht hast du auch mich verurteilt, weil es letzten Sonntag keine neue Braut-Podcast-Folge gab. Kann sein, dass du auch mich verurteilt hast? Und auch ich verurteile mal andere. Ich fühle mich mittlerweile dann aber richtig schlecht danach, wenn ich es bemerke. Erst gestern an der Kasse beim Supermarkt. Pärchen hatte scheinbar ihr Portemonnaie im Auto vergessen und stand da nun und ja, war ein bisschen hibbelig. Der Mann lief dann los und ich musste warten. Innerlich ärgerte mich das, weil ich warten musste. Wie kann man denn sein Portemonnaie im Auto vergessen? Wenige Momente später merkte ich aber, was da gerade passierte. Ich verurteilte wen, obwohl auch mir mal sowas passiert ist, passieren kann. Vielleicht hatten die beiden gerade enormen seelischen Stress. Vielleicht hatten sie einen Streit, was auch immer, und dann blieb eben das Portemonnaie im Auto liegen. Kein Grund, dass ich irgendwen verurteile. Wir tun es trotzdem. Wir verurteilen den Betreiber der Hochzeitslocation, weil er irgendwie nicht zurückruft. Wir verurteilen die Freundin, die ihre Hochzeit tatsächlich am Strand feiert. Wir verurteilen den Kellner, weil er das Tablett hat, während der Eröffnungsrede fallen lassen. Wir verurteilen so, so häufig. Aber auch du wirst verurteilt, weil du flache Sandalen statt weißer Brautschuhe ausgesucht hast, weil du den Kegelclub deiner Eltern nicht eingeladen hast, weil du und dein Lieblingsmensch nicht kirchlich heiraten wollt. Was wird da der Opa sagen? Der wird sich wohl im Grabe umdrehen. Warum tun wir das? Warum verurteilen wir andere? Da gibt es tatsächlich echt allerhand und viele Gründe. Es würde aber wahrscheinlich den Rahmen sprengen, wenn wir uns jetzt allen Gründen widmen. Und deswegen schauen wir uns mal so ein paar wichtige Gründe, warum wir echt verurteilen, ein bisschen präziser an, um das Ganze einfach zu verstehen. Zum Beispiel kritisieren wir Dinge an anderen, die wir an uns selbst nicht mögen oder die wir uns einfach nicht erlauben. Wir verurteilen zum Beispiel deine Cousine, weil sie knallroten Lippenstift trägt. Weil wir uns selbst
vielleicht nicht trauen, das zu tun. Wir erlauben uns, das nicht zu tun. Und dann stehen uns Glaubenssätze im Weg. Du hast in deinem Leben immer gelernt, dass man pünktlich sein muss. Du hast fest in dir verankert, wenn man zu spät ist, dann ist man ein schlechter Mensch. Also verurteilst du vielleicht Menschen, die zu spät kommen. Denn die sind ja echt wirklich schlechte Menschen, weil sie zu spät kommen. Und auch ein Grund ist, dass wir andere verurteilen, um uns einfach besser zu fühlen. Wir haben vielleicht die letzten Wochen die Hochzeitsplanung total schleifen lassen, haben uns gar nicht den ganzen vielen Aufgaben gewidmet und waren einfach etwas faul. Und jetzt verurteilen wir die Floristin, die seit Tagen nicht zurückruft. Und damit fühlen wir uns besser, denn an der Verzögerung, da sind ja nicht wir schuld, sondern die Floristin. Und auch wenn du verurteilt wirst für dein Brautkleid, weil es zu kurz ist, weil es zu weit ausgeschnitten ist, für die Hochzeitstorte, die bei euch eben keine echte Torte, sondern eine Pizza ist, für all sowas. Also sowas geht gar nicht. Tante Frieda hat sich noch nie getraut, etwas anders zu machen, obwohl sie eigentlich sich das immer gewünscht hätte. Eigentlich wollte sie immer mal rebellisch sein. Aber sie hat sich eben nicht getraut. Und an der Stelle folgt eben ihre Verurteilung. Verurteilung erzeugt aber immer Leid. Bei dir, wenn du verurteilst, aber auch bei anderen, wenn sie verurteilt werden. Lauf mal 5 Minuten durch die Innenstadt und versuch nichts und niemanden zu verurteilen, dem du begegnest. Es fällt uns verdammt schwer, glaub mir. Und du kannst es einfach mal testen und mal einfach losgehen und es einfach mal, ja, erleben. Aber jetzt habe ich für dich eine einzige Sache, eine Lösung dieses ganzen Übels. Akzeptierst du alle anderen so, wie sie sind, macht es dein Selbstwertgefühl stärker. Und je stärker dein Selbstwert ist, je weniger interessiert es dich, wenn andere dich verurteilen. Und jetzt kommt's. Es ist sogar so, dass du dann weniger verurteilt wirst. Einfach, weil deine Ausstrahlung sich so verändert, so ins Positive gezogen wird, so nach oben schnellt, dass du eben nicht mehr verurteilt wirst. Der Trick ist also, Verurteilung anderer einfach loslassen. So einfach geht's. Dazu kannst du dich fragen, wie gut kennst du die Person, die du gerade verurteilst oder wo du darauf bist, sie zu verurteilen? Kannst du dir überhaupt ein Urteil über sie, ihn erlauben? Ist das überhaupt fair? Kennst du ihre oder seine ganze Geschichte? Und ganz wichtig, wie würdest du dich fühlen, wenn sie oder er das über dich denken würde? Dein Geist wird somit einfach viel, viel ruhiger. Du kannst mit mehr Entspannung an deine Hochzeitsplanung gehen und verlierst viel weniger Energie, die du ins Verurteilen sonst bringst. Hast also mehr Energie für deine Hochzeitsplanung, hast also viel mehr Energie für all die großartigen Dinge und auch viel mehr Zeit dadurch, denn du beschäftigst dich ja viel weniger mit den anderen. Ziemlich gute Gründe also, um zu versuchen, das Verurteilen einfach loszulassen. Ganz klar, das ist ein bisschen Übung und es funktioniert nicht immer und nicht auf Dauer. Und ich habe es halt häufig auch, dass ich den Gedanken habe, okay, stopp, das lass mal direkt los. Ich merke es aber und das ist der gute Weg. Also wenn du selbst dir bewusst machst, okay, du bist auf dem Weg, diesen Menschen zu verurteilen, dann ist es schon ein richtig, richtig guter Schritt. Und genau das hier ist im Übrigen auch unglaublich hilfreich jetzt vor Weihnachten, denn klar ist auch, dass wir in diesen Situationen mit Familie, mit den engsten Menschen, dass wir dort auch verurteilen oder wir werden verurteilt. Vielleicht, weil der Papa eine andere Meinung hat als du oder die Oma schüttelt den Kopf über dein Outfit, was auch immer. Weihnachten ist auch ein Fest, nicht nur der Liebe, sondern häufig auch von Verurteilungen. Und mit diesem Wissen, was wir heute durchgegangen sind, im Hinterkopf, wirst du auch das Weihnachten viel, viel entspannter erleben. Und vielleicht kannst du damit auch in der aktuellen Situation wieder etwas mehr Frieden und Liebe in deine Welt bringen und auch nach außen geben. Also, aus der Spirale zu kommen ist nicht ganz einfach, aber irgendwie doch, denn du hast jetzt die Lösung dafür. Du weißt jetzt, wie es geht.
Also, akzeptierst du alle so, wie sie sind, verurteilst du niemanden, macht es dein Selbstwert viel, viel stärker. Und je stärker dein Selbstwert ist, je weniger interessiert es dich, wenn andere dich verurteilen. Und je weniger wirst du verurteilt. Falls du merkst, dass du in diesen Strudel gerätst, dann stell dir eben diese Fragen. Wie gut kenne ich die andere Person? Kann ich mir ein Urteil erlauben? Kenne ich ihre oder seine ganze Geschichte? Und wie würde ich mich fühlen, wenn jemand anderes mich verurteilt? Meine Liebe, danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dir ganz, ganz wertvolle Tipps geben, die dich stärken in dieser Zeit, die dir einen Push geben und neue Energie. Meine Unterstützung auf dem Weg hast du jederzeit. Ich möchte dir hier nochmal Folge 156 ans Herz legen, falls du sie noch nicht gehört hast. Ich glaube, sie ist jetzt auch vor dem Weihnachtsfest ein ganz großes Goldstück. Also 156, hör dir die Folge noch an, wenn du sie noch nicht kennst. Und wenn du sie schon kennst, dann tut es auch gut, sie jetzt vor Weihnachten nochmal aufzusaugen. Ganz viel Liebe für dich, Gelassenheit und vertrau dir, deine Stefanie.